Und das natürlich immer die beiden Trainer und gleich dem Gästetrainer Helge Kollwitzen das Wort geben. Ein 0:3 aus Sicht deiner Mannschaft. Bitte dein Kommentar. Ja, erst einmal schönen guten Abend. Ja, dass es nicht einfach wird hier, das haben wir auch im Vorfeld gewusst und dass Rapid sehr gut drauf ist, also vor allem den ganzen Frühjahr. Diese Entwicklung, was die Mannschaft genommen hat und genauso haben sie es auch präsentiert. Gleich von Beginn an haben wir zu viel Respekt gehabt und dann gerade in der Phase so ab der 15. Minute, dass wir da ein bisschen besser ins Spiel reingekommen sind, wo wir uns was zugetraut haben, natürlich mit der roten Karte. Ja, dass es nicht leichter wird. Trotzdem, die Mannschaft hat es dann gut verteidigt, dass Rapid Ballbesitz hat und natürlich Druck gemacht hat, das war auch klar. Aber trotzdem, wir haben wenig zugelassen bis zu dem 1-0 mit dem einen Pass, dass wir da das zu leicht gemacht haben. Und letztendlich steht es 3-0, dass wir verloren haben. Die Mannschaft hat trotzdem einiges gut gemacht und trotz allem haben wir noch viel Arbeit vor uns. Und dass Rapid stark ist, das hat man auch gesehen. Vielen Dank. Darf dich bitten, Zocke, Gratulation nochmal zum gelungenen Auftakt, auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen durch eine Verletzung gibt, aber dein Resümee des heutigen Tages. Ja, die Mannschaft hat sehr viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Abgesehen vom Resultat, das passt, war die Leistung auch ziemlich ansprechend, vor allem wenn man bedenkt, dass das erste Bundesligaspiel war. Mit dem Wermutstropfen, das ist richtig. Thomas Schammel ist leider Gottes schwer verletzt. Wir werden die morgigen Untersuchungen abwarten. Wir werden schauen, was die Diagnose ergeben hat. Ja, dann werden wir den Jungen unterstützen, so gut wie wir können, damit er wieder so zurückkommt, wie er sie zuletzt bei uns präsentiert hat. Vielen Dank. Und ja, zusätzlich vielleicht gibt es noch einfach warten auf einen Termin einer Magnetresonanz und dann wird man genau sehen, wie schwer die Knieverletzung wirklich ist. Drückt mal die Daumen, dass es vielleicht doch halb so wild ist. Darf bitten um Ihre Fragen, nachdem der Herr Hakel traditionell beginnt und ausnahmsweise auch hier ist. Auch schauen wir, ob das über die Sommerpause geklappt hat mit dem Mikrofon. Ins Mikrofon sprechen. Es hätte es gar keine Pause gegeben, wenn man sich die Zahlen anschaut, 79% Ballbesitz. Würdest du das aussehen? Oder war das eigentlich eh nicht so unlogisch, weil ja, es hat ja wirklich nur ein Neuer gespielt. Irgendwie, dass die Mannschaft diesen Lauf beibehalten hat. War das vielleicht sogar zu erwarten? Nein, aber die Hoffnung habe ich schon gehabt, weil die Mannschaft ist jetzt ein Jahr beieinander. Wir haben den Großteil der Mannschaft behalten können. Ja, wir haben sehr, sehr gute Neuzugänge auch dazu bekommen, die uns insgesamt gesehen als Team stärker machen. Ja, und ja, die Mannschaft hat ja ein sehr gutes Frühjahr gespielt und ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass wir diesen Flow mitnehmen in die neue Saison. Und wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat, war gut. Ich glaube, Es war schön, der Mannschaft heute beim Fußballspielen zuzuschauen. Zur Nachfrage, Hakel, oder können wir das Mikrofon dann bitte weitergeben? Nicht unbedingt mit in die Standardredaktion. Danke. Aber guter Versuch. Bitte, Peter. Nein, Entschuldige, sorry. Bitte schon. Herr Kollwitzen, war es auch aus Ihrer Sicht eine rote Karte? Ja, so, das ist unglücklich gewesen. Klar haben wir aufgerückt, die haben einen guten Pass in die Tiefe gespielt. Der fädelt da rein, also es war kein grobes Foul in die Richtung, aber als Unglücklicher als letzter Mann, da brauchen wir gar nicht diskutieren. So ist es. Bitte, Peter. Kollwitzen, als Sie letztes Mal hier oben saßen, ging es 0:0 aus. Ja. War Rapid jetzt so viel besser als damals oder ist das alles durch die rote Karten passiert? Nein, dass Rapid gut drauf ist, das haben sie auch gezeigt jetzt im Frühjahr, dass sie nur ein Spiel verloren haben, diese Entwicklung, was die Mannschaft genommen hat, gnadenlos auch weitergemacht jetzt in der Vorbereitung, haben natürlich auch beobachtet und natürlich mit super Verstärkung, dass sie fast auf jeder Position ja, mehr Optionen haben und dass sie einen guten Fußball, dass es eingespielt ist, das wissen wir. Wir haben auch vor dem Laufwege gewarnt, man hat es aufgezeigt, aber es kam ein genialer Pass mit einem super Timing auch vom Laufweg nach innen. Und ja, so sind wir 1-0 in Rückstand geraten, aber es ist auch Faktum, dass die einfach ja, wirklich sehr stark unterwegs sind. Dankeschön. Bitte sehr, geht's. Bitte, David. Zocke, heute der DNA, Stefan Utz unter anderem auf der Tribüne. Kann man davon ausgehen, dass der Kader, der heute gespielt bzw. auf der Bank war, auch die Leute sein werden, die am Mittwoch gegen Ajax dabei sein werden? Nein, kann man nicht davon ausgehen.
kann man nicht davon ausgehen. Sicher, wir haben sehr, sehr starke Spieler heute auf der Tribüne gehabt. Wir können nur 18 Spieler nominieren und man kann mir glauben, dass man das schon sehr, sehr weh tut, diese Entscheidungen treffen zu müssen, aber irgendjemand muss es ja machen. In dem Fall der Trainer. Aber sie sind genauso wie alle anderen ein Teil unseres Teams, unserer Mannschaft und wir können nur als Team erfolgreich und stark sein. Und dazu brauchen wir jeden einzelnen Spieler. Ein kleiner Hinweis vielleicht zu dem angesprochenen Spiel. Im Stadion ist vorher durchgegeben worden, also rund 29.000 Karten sind bereits weg. Und Dienstag gibt es dann Pressekonferenz von Ajax hier an dieser Stelle um 18.30 Uhr, von uns ein bisschen früher um 13 Uhr. Darf bitten um weitere Fragen? Herr Hackl, eine Idee? Nein? Peter, bitte. Den Stefan Stangl, der jetzt nächste Zeit wahrscheinlich erste Wahl sein wird, als linker Verteidiger, so skizzieren muss. Gibt es da große Unterschiede zwischen ihm und Stangl? Jeder Spieler hat seine eigenen individuellen Qualitäten. Stefan ist jetzt ein Jahr lang bei uns. Er kennt die Abläufe, er ist integriert, er hat ja auch letzte Saison schon sehr oft gezeigt, dass er ein sehr guter Spieler ist und auch heute wieder. Das heißt, ich habe überhaupt keine Bedenken. Er wird jetzt seine Chance bekommen über einen längeren Zeitraum und diese wieder nützen. Ist der anders als der Charme vom Spieler oder ist das Sekretär? Auf dieser Position hat man immer so zu spielen, wie ich das will als Trainer. Mit jeweils seinen individuellen Qualitäten, die er der Mannschaft zur Verfügung stellen muss. Wir geben das Mikrofon, es ist einfach besser zum Hören. Das war jetzt eine kurze Frage, wir verstehen es wirklich sehr schlecht. Also Stefan Auer ist die Frage, ist der Spieler rechter Verteidiger. Ja. Ja, aber das ist normal, der kommt von der Admira, der spielt dann... Ja, das erste Meisterschaftsspiel vor, weiß ich nicht, wie viel haben wir gehabt? 17.000 Zusehern? 15.100. Okay, also da ist eine neue Welt jetzt eingetreten. Ja, und es braucht natürlich alles seine Zeit, ja, bis man da sich eingefügt hat, bis man sich angepasst hat, bis man adaptiert hat. Aber im Grunde genommen bin ich nicht unzufrieden, was seine Leistung betrifft, beziehungsweise gefreut es mir, dass er das 2:0 aufgelegt hat, hat er im ersten Spiel bereits als 2:0? 3:0. 3:0. Ja, also schön, freut mich für ihn. Erstes Spiel für Rapid und gleich mal ein Assist als Rechtaußentecker. Kann sich sehen lassen. Stange. Ja. Sagen wir, der Meisterschaftsstart ist geglückt. Wir sind im Cup weitergekommen mit einem sehr guten Ergebnis. Es hat es auch noch nie gegeben, unter meiner Führung mehr als auch gehabt, ein Tor zu erzielen in einem Cup-Spiel. Ja, diesmal waren es gleich 5 und Meisterschaftsstart ist auch geglückt. Und jetzt bereiten wir uns auf Ajax vor. Wir hoffen natürlich auf ein volles Haus, weil es kommt schon Ajax Amsterdam. Das ist ein Riesenkaliber und würde ich mir schon wünschen, dass die Hütte voll ist. Bitte, Alex Huber, riskiert auch mit dem Mikrofon. Kleiner Hinweis vielleicht noch zum Kartenvorverkauf. Wir haben auch morgen, trotz Sonntag, von 10 bis 17 Uhr in Hütteldorf den Fancorner geöffnet und online sollten auch Ticketshops bei uns selbst und bei WinTicket erreichbar sein. Bitte, Alex. Ihr habt jetzt weitergemacht, was ihr früher aufgehört habt. Noch vom Spielstil her war das ähnlich. Wie sehr muss man das eigene Spiel an Ajax anpassen? Oder seid ihr so weit, dass man sagt, man kann es mit kleinen Adaptionen eigentlich so durchziehen? Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Aber Ajax ist schon technisch und taktisch eine sehr, sehr gut ausgebildete Mannschaft und hat irrsinnig viel individuelle Qualität, aber trotzdem wollen wir in erster Linie auf uns schauen und wollen auch wollen schauen, dass unsere Stärken zur Geltung kommen, wobei wir natürlich wissen, dass es irrsinnig schwer sein wird, aber es ist trotzdem eine riesengroße Chance für uns und wir werden alles unternehmen, alles geben, damit wir sie auch nützen.
Noch eine Frage zum Dormann. Der Jan Nowot hat sehr sicher gewirkt und bei dem einen Schuss vom Murg sehr gut reagiert. Ist das vielleicht einer, der ein bisschen den Druck braucht und so irgendwann in der Kippe sein muss zur Nummer 1, dass er dann wirklich 100% abliefern kann? Ich hoffe nicht. Druck ist so oder so da, für jeden Einzelnen von uns und für jeden Spieler, für uns als Team. Die Erwartungshaltung ist riesig und dementsprechend vorbereitet muss man einfach in jedes Spiel reingehen. Und Jan spielt ja auch schon einige Zeit bei uns und ist auch schon eingespielt mit seinen Vorderleuten und ja, haben natürlich zum Jan irrsinnig viel Vertrauen, genauso wie zum Strebinger und zum Knoflach. Wir sind froh, dass wir drei sehr gute Torhüter haben. Alles klar. Gibt es noch abschließende Frage? Wenn nicht, vielen Dank fürs Interesse. Helge Kollwitz und der SV Ried, alles Gute für die Saison, gute Rückfahrt. Dankeschön. Passt, Dankeschön.